Für das dritte Experiment benötigen wir Wasser, Spülmittel, Öl, ich habe hier Sonnenblumenöl, zwei Gläser und zwei Löffel. Zuerst füllen wir beide Gläser mit Wasser. Am besten ungefähr bis zur Hälfte. So. So. Dann geben wir einen guten Schuss Öl hinzu. So. Das reicht auch schon. Im rechten Glas geben wir ungefähr doppelt so viel Spülmittel wie Öl hinzu. So. Dann nehmen wir zwei Löffel und rühren gleich kräftig um. Was glaubt ihr, was wohl passieren wird, wenn ich gleich umrühren werde? Überlegt mal. Los geht's, es wird kräftig umgerührt. Dann warten wir noch mal kurz. So, wir können sehen, im rechten Glas, wo Wasser, Öl und Spülmittel drin ist, ist das Wasser trübmilchig geworden und oben hat sich Schaum gebildet. Also Wasser, Öl und Spülmittel konnten sich mischen. Hier im linken Glas jedoch, wo nur Öl und Wasser drin ist, konnten sich die beiden nicht mischen. Man kann ganz klar sehen, es hat sich hier oben eine Ölschicht und hier unten eine Wasserschicht gebildet. Zwischen den einzelnen Schichten sind noch ganz, ganz wenige Bläschen vorhanden. Die Antwort ist ganz einfach. Öl und Wasser sind unterschiedlich aufgebaut und deswegen kann man sie nicht mischen. Egal wie oft wir versuchen, es zu rühren, es wird nicht klappen. Dagegen ist Spülmittel wie Öl, aber auch wie Wasser aufgebaut. Und dadurch kann man Öl, Wasser und Spülmittel mischen, weil das Spülmittel wie Wasser, aber auch wie Öl aufgebaut ist. Aber dann haben wir noch eine Frage zu klären. Wieso liegt das Öl auf dem Wasser? Um die Frage beantworten zu können, brauchen wir nun eine Waage. Nun haben wir eine Waage. Zuerst füllen wir den Messbecher bis zur roten Markierung mit Wasser. So, noch ein bisschen mehr. Genau. Und im Messbecher befinden sich genau 282 Milliliter Wasser. Jetzt kippen wir das Wasser aus. Füllen jetzt Öl hinein. Wieder bis zur roten Markierung. So. Im Messbecher befinden sich jetzt genau 260 Milliliter Öl. Was lernen wir? Die gleiche Menge Öl ist leichter als die gleiche Menge Wasser. Öl schwimmt auf dem Wasser, weil Öl leichter als Wasser ist. So einfach ist das.